No.
hier mit Halli, hallo, Hallöchen. Ich habe gerade irgendwas Komisches auf dem Kopfhörer gehört. Egal. Halli, hallo, Hallöchen, meine Lieben. Wie geht es euch? Ja, das Mikro ist an. Wie geht es euch heute? Ich hoffe, gut. Gut oder besser? Je nachdem, was. Ich schreibe hier schnell noch auf Twitter. Auf Twitter. So, mir geht's gut. Freut mich. Freut mich. Freut mich sehr. Wir öffnen direkt das Game. Weil wieso auch nicht? Die Musik ist gerade fertig. Das kommt mir gelegen. Schenk mir was zu trinken ein. Überspring es nachher. So versammelt ihr euch vor mir. Hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt. Die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens. Hallöchen, Julie, Hallöchen, Kuraichi. Eure Könige haben. Geht es euch? Julie, geht's gut? Freut mich. Und hier, Kuraichi? Und geht doch ihr. Fleht ihr nicht, ihr Knie. Die lange Suche nach Zufrieden führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen, und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ja. Schön. Ah. Finde Eskel und hilf ihm bei der Jagd. Ja, genau das. Wir verblieben. Moment, schnell. Nein, haben. So. Gleich wieder da. Oh, du hast nicht mal gesagt, sie geht und jetzt gehst du einfach durch. Ja, ja, ja. So nach dem Motto, du bist so vom PC, ja, bist bereit für alles. Und so, lass mal den Stream gucken. Dann guckst du so, dann. Boah, ne! Duschen! Schön, bis gleich. Oh Mann. Diese Menschen heutzutage. Die erst merken, dass sie duschen müssen, wenn sie vorm PC sitzen. Oh. Hallöchen, Krischi, wie geht es dir? Okay, this is very good.
Weißt du was? Wir müssen die einfach so verfolgen, nicht voll die Jut. Bitte, du? Was? Wieso verschiebt sich diese Scheiße immer wieder? Wieso? Tell me. Oh, ich bin nicht mit dich. Tell me. Umso näher es geht, umso hässlicher wird's. So. 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 I like. Okay. Ja. Okay. Zack. Ding, 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 ding. Geht doch. Alter, ich guck mir das Replay an. Hörst wie eine dumme Sau. Was, du gehst mit Krischi duschen? Du. Trainingsding, ne? Geil, Bier! Aha. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion? Schönes Tier. Eskelzelhager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Kronidenöl finde ich geil. Wie es mit dieser Maus immer wieder verzieht. Guck, jetzt ist da und da. Das ist so doof bei den Spielen. Aha, aber du wolltest, Studi, du wolltest. Dann merke ich nicht. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. War vielleicht das Opfer. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, das stinkt. Was erwartest du von der Ziege, dass sie gut riecht? Eieiei.
Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Ja, sicher schön. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Da hat ein Viertelnabe, oder? Jetzt schön dich auf Trab, nee. Das hier. Dich das auch. Richtig. Wie geht's? Wie immer, wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Wen meint er wohl? Ich versuche nur mit Zauberinnen zu schlafen. Wow. Ist nicht so toll, wie es klingt. An deiner Stelle würde ich mich glücklich schätzen. Richtig. Man muss schon reichlich Champagner trinken, um den Kaviar runterzuspülen. Harte Sache. Psst. Hörst du? Er kommt. Ja, wir kommen. Nee, da brauche ich jetzt kein Vulkanitöl. Ich glaube, noch Wiebern, die ich besiegen muss. Wie kann ich das Drakonidol benutzen? Komm, Gabelschwanz. Verdammt, er hebt ab! Auf die Flügel! Das ist wohl unsere Mission. Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das macht. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Ich muss doch nicht gucken, wo der die Spur ist. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein... Ist wohl in sein Versteck geflogen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Ja, wer das nicht kennt, die Hexe haben diesen speziellen Spruch halt, haben wir schon einmal gehört. Wenn jemand nichts hat, muss er das geben, wo er als allererstes zu Hause sieht. Egal, ich sollte was mich ein wenig umsehen. Guten Hunger, Frösche. Sie wollte vorhin gerade. Merke ich nicht. Verwesendes Fleisch, das trage ich jetzt die ganze Zeit mit mir mit. Ist nämlich ziemlich geil. Mach's nicht kaputt, Domin. Oh. Oh ja,
Ich mach's nicht kaputt, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Ich mach ihn einfach so auf mich aufmerksam. Sehr gut. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Stört dich was an Jen? Na los, hab Mumm und sag's mir gerade heraus. Hab du Mumm und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Na gucken, ob es noch was anderes hat. Ich kann ja immer was haben. Aber schaut nicht so aus. Jetzt kann ich das hier auch. Oh, ich dachte, ich komme da hoch. Dann möchte ich von hier gucken, ob das überhaupt geht. Anscheinend nicht. Okay. Na gut. Ja, ich steuere nach Map, deine Hand. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Ja. Keine ja. Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Ausgebremst. Geil. Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Komm schon, von dir nehme ich nichts. Gib mir mal einen aus, das reicht. Abgemacht. Ich möchte doch nicht, was ich hier noch... Ich brauche hier nichts. Das wäre... Nee. Stufe 22. Bringt uns halt gar nichts, aber egal.
Ja, mach doch Pfeile auf. Wir haben alles, was du brauchst. Großartig. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Das ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Pobis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Wesemir ist ein mürrischer alter Mann geworden. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Macht, was ihr wollt. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Na gut, was habe ich dieses Mal angestellt? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine, ohne dass die anderen merken, was wir machen. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde oder zwei. Also, ich kenne ja eure Meinung. Oder drei. Ich werde dich daran erinnern. Los. Habe ich gesagt, ich kenne euren Meinung, ja. Das ist ja so klar gewesen. Thank you.
Was soll das symbolisieren? Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Wohin hat es dich verschlagen, Eske? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Eieiei. Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Du hättest den Troll verschonen können. Um Wurzeln zu essen und im Straßengraben zu schlafen? Ich brauchte das Geld. Und dem Troll weint keiner eine Träne nach. Lasst uns ihm zu Ehren anstoßen. Das ist das Mindeste. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Wir haben einen Gabelschwanz gejagt und erledigt und jetzt war Wesemir aufständisch, wollte eine andere Methode versuchen, um Uma umzuwandeln. Das hat Yen nicht so gefallen, aber ja. Und dann war hier ein bisschen Action oben mit den Zweien. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Und ja, dann immer das hier.
Wir haben über Uma gesprochen, oder? Die Nacht ist noch jung. Wir haben genug Zeit, über alles zu reden. Lambert, nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann. Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Achte auf deine Manieren, Lambert. Hast du gehört, was diese... Ich sag's dir nicht nochmal. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut, aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht so lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskeln in Samovila Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Wie wär's mit einer Runde Karten? Warum nicht? Aber um Geld, oder? Ich spiele lieber, um Spaß zu haben. Kannst nicht genug kriegen, was? Die ganze Burg hat gehört, wie viel Spaß ihr hattet. Du hast nur das eine im Kopf, Lambert. Wie alt bist du? 12? Seine Stimme ist auf einmal so tief. Merkst du es auch? Sehr witzig. Sehr witzig. Also gut, das reicht. Spielen wir. Das wird ja was. Thank you.
hier zwei Karten. Ja, und das wollte ich lesen. Ah, verdammt, ich hätte den Ding können. Nicht so doof. Egal. An, was ich hier habe, eine Cirilla. Guck, wie sie aussieht, entschlossen. Lass gucken, was wir alles noch rausholen können. Ich möchte ihn richtig maßlos zerstören. Das ist das Ziel. Natürlich ein böser Zug. Ja, passt. Weil er keine Karten mehr hat. Okay, ich zeig dir die maßlose Vernichtung, mein Freund. Maßlose Vernichtung. Das geht ja jetzt noch, aber wenn du jetzt den hier machst. Bam, 133. Bow. Gutes Spiel, Geralt. Vor allem der Zug mit Eskel, du brauchst ihn nicht zu loben. Schenk ein. Ich hab Triss bekommen. Triss! Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Oh,
Das ist mein Mikro übrigens. Triss. Ja, Triss. Kannst du endlich Yen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit. Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Yen. Und wenn sie nicht gestorben sind... ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eske. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Unternehmen wir was Lustiges? Nein. Also gut, Jungs. Zeit fürs Bett. Du sprichst nur für dich. Die Nacht ist noch jung, wie ich finde. Aber wir nicht. Und morgen ist ein großer Tag. Na gut. Allein zu trinken macht keinen Spaß. War jedenfalls letztes Mal so. Siehst du, nicht mal du kannst dich aushalten. Gute Nacht. Verdammt. Was für ein Traum. Oh. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Ihr hattet wohl einen produktiven Abend. Ja, wir haben über Uma geredet. Bis spät in die Nacht. Dann nehme ich an, hattet ihr noch nicht die Gelegenheit, euch die Balken im Turm anzusehen. Nein. Aber wir schaffen das noch, versprochen. Nicht wahr, Lambert? Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Wesemir, etwas rausgefunden? Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe.
Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja, und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Ja. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar, jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Alter. DDD? Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Du weißt nicht, wer in Omas Körper gefangen ist. Wie bist du also auf diese Maße gekommen? Hab ein paar komplexe Berechnungen angestellt. Ein paar Zahlen extrapoliert, Simulationen durchgerechnet. Du meinst, du hast geraten. Mhm. Oh. Alkohol, nee. Tränke, Kräuterabsud, Kräuterabsud? Und